Und da sind wir zurück bei der nächsten Folge von Death Stranding. Wir werden sehen, wie das Game weitergeht. Ich denke, es wird mit einem cinematischen Anfang beginnen. Deswegen verpiesele ich mich schon mal, damit ihr es komplett genießen könnt. Viel Spaß. Okay. Episode 1. Bridget. So heißt der Arbeitgeber, oder nicht? Fühlt es sich an, wieder unter den Lebenden zu sein? Ja, blendend. Ich bin Arzt. Also Rechtsmediziner, eigentlich. Nenn mich Deadman. Ich kenne mich gut aus mit den Toten. Natürlich nicht so wie du. Wirklich gestorben bin ich nämlich noch nie. Ich bin Deadman. Das würde ich nicht tun. Ich bin kein Experte, aber die Teile dienen deinem eigenen Schutz. Siehst du? Bin ich ein Gefangener? Das sind keine Handschellen, sondern topmoderne Geräte, die uns alle miteinander verbinden. Uns? Ach, uns. Yep, Bridges. Die letzte Hoffnung der Menschheit für die Zukunft. Oder auf ihre Rettung vor dem Aussterben. Gut, wo bin ich? Viel später, Schatz. Schau mal. Versuch, sie an deine Haut zu drücken. Etwa so. Ganz ruhig. Das zeigt nur die gute Verbindung deines Körpers zu den Handschellen. Da, sieh mal. Die Handschellen behalten dich rund um die Uhr im Auge. Das heißt, wir tun das. Wir wollen helfen. Was zum Teufel? 2 Tage. Wir waren so frei, während dieser Zeit Proben deiner Körperflüssigkeiten zu nehmen. Du bist ein Wiederkehrer. Das macht dich sehr besonders. Was ist mit den Leichenentsorgern? Central Knot wurde bei der Annihilation ausgelöscht. Game over, Mann. Da ist nur noch ein Krater. Die einzigen, die es überstanden haben, waren du, kein Wunder, und dein kaputtes Bridge, Baby. Geht's ihm gut? Es soll entsorgt werden. Funktioniert nicht mehr. Warum behalten? Wir haben alle verloren. Nicht nur die Leichenentsorgung. Mein Team, das HQ, ganz Rutherford, jede Seele in Central Knot City. Jetzt sind wir in unserer Basis in Capital Knot City. Oder besser gesagt, im neuen Hauptquartier. Sudbury war die einzig logische Wahl. Aber unser Implementationsteam ist geschrumpft und kann in 2 Tagen keine Wunder vollbringen. Hier geht alles durcheinander. Zum Glück waren der Direktor und sein Unterstützungsteam nicht in der Stadt. Die Befehlskette bleibt also weiter intakt. Ich tue das ungern so früh, aber ich habe einen Job für dich. Dieser Handabdruck, ist der von deiner Wiederkehr? Woher stammt der andere Abdruck? Von einer anhänglichen Frau in einer Höhle. Verstehe. Afephosmophobie. Afephosmophobie. Kein Wunder, dass du alleine da draußen warst und ich keiner anfassen konnte.
Ich versuche vorsichtiger zu sein, Sam. Also, der Job ist eine dringende Lieferung. Und zwar musst du der Präsidentin Morphin bringen. Okay. Präsidentin? Amerikas Geschichte. Geht's um den Bürgermeister von Central Nord? Nein, 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 nein. Den meine ich nicht. Amerika lebt weiter, Sam. Ach, so ein Glück. Die Präsidentin hat Krebs im Endstadium. Ihr Zustand ist kritisch, aber es bleibt noch Zeit. Warum ich? Pass auf, Sam. Tu es einfach. Ich verspreche dir, es hat alles seinen Sinn. Warum machst du es nicht? Weil ich nicht wirklich hier bin. Wow. Tut mir leid. Das ist nur ein Chiralogramm. Und jetzt kommen mir die Tränen. Allergische Reaktion auf die chirale Übertragung. Eigentlich bin ich drüben in der Isolierstation, im großen dreieckigen Gebäude. Hier ist das Morphin. Hiermit schließt Bridges einen Vertrag mit Sam Porter. Ach komm, ihr habt doch Morphin dort. Was ist los? Sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit, Sam, ist, dass Amerikas letzte Präsidentin dich persönlich sehen will. Willst du ihr das wirklich verwehren? Sehr gut. Wir sehen uns dann in der Isolierstation. Tschüss. Sam Porter. Scheinbar so etwas Besonderes, dass die Präsidentin ihn sehen will. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. 2 Kilo ist ja locker. Du hast nicht genug Gegenstände für den Auftrag Morphin. Lieferung Isolierstation. Frachtbeschafft. Okay, alles klar. Lieferauftrag für Sam Porter Bridges. Erbitte Morphin-Transport auf die Isolierstation zwecks sofortiger Verabreichung an die Präsidentin. Let's go. Ah ja. Öffne über die Handschellen die Karte, wenn du dich verlust, Sam. Mach ich. Die Isolierstation sollte ins Auge fallen. Bist du nicht sicher, wie du hinkommst, kannst du Markierungen setzen und Wege zeichnen. Okay. Probier's aus, dann verstehst du, was ich meine. Danke, mach ich. Tschu. Tab nutzen. Okay, wir sind hier. Ne, da. Wir müssen zur Isolierstation. Nee, der Rechtsklick geht's wieder weg. Wie kann ich denn jetzt einen Weg zeichnen? Ich meine, das ist doch relativ offensichtlich. Ich laufe einfach hier die Straße entlang, oder nicht? Route einzeichnen. Achso, Moment. Einfach indem ich es bewege? Oder muss ich irgendwas gedrückt halten dazu? Route einzeichnen. Mittlere Maustaste? Ah ja. Okay, alles klar. Ah, und dann sehe ich die hier. Verstehe. Du hast Markierung A1 erreicht. Wie greife ich denn auf den Kompass zu? Also, G, um den Kompassmodus zu öffnen. Ah ja, okay. Okay. Okay.
Central befand sich nicht nur das Bridges-HQ. Die Stadt war auch der Sitz der Wiederaufbaubewegung. Hätte die Präsidentin nicht einer Spezialbehandlung bedurft, wäre sie nie fortgegangen. Und wäre sie geblieben, hätten wir das auch getan. Na dann mal rein. Vor einem kleinen Moment. Habe mir kurz was zu essen geholt und scheinbar setzt er sich nach einer gewissen Zeit einfach mal hin. Okay, aber wir brauchen gerade noch keine Pause. Ich hau mal wieder ab, ne? Parameter weisen alle in die gleiche Richtung. Sie wird also nicht mehr gesund? Ich denke nicht. Nein. Gut, wir sollten Vorbereitungen treffen. Sam! Ich bin's. Deadman. Tut mir leid. Mein Fehler. Ich fürchte, der Zustand der Präsidentin hat sich verschlechtert. Vielen Dank. Das wird ihre Schmerzen lindern. Damit sie vor ihrem Ende nochmal mit dir reden kann. Strand. Die erste und letzte Präsidentin der Vereinigten Staaten. Du erinnerst dich doch an sie. Sie zog dich groß. Oha. Das ist keine Kleidung für ein Familientreffen. Zieh das aus, bevor du reinkommst. Quasi unsere Ziehmutter. Das ist die rechte Hand der Präsidentin, der Direktor von Bridges. Schicke Maske. Die Hardman. Die Hardman? Oh, du warst bei Bridges 1. Gut, dann muss ich euch wohl nicht vorstellen. Die Hardman? Wie lange ist es her, Sam? 10 Jahre? Sieh uns nur an. 2 unsterbliche Freaks treffen sich hier. Naja, freut mich, dich zu sehen. Die Präsidentin wartet. Es ist deine Mutter, Bridget. Sie ist etwas neben der Spur, aber sie erkennt dich ganz bestimmt. Okay. Ist es wirklich im Oval Office? Sam ist hier. Sieht so aus, ne? Was passiert denn nun? Wir lassen euch beide allein. Ich wusste, du kommst zurück.
Geht es dir gut? Ja, ich weiß, du hasst mich. Und warum? Amelie. Oh, da reagiert er. Du weißt, dass sie nach Westen ging. Sie hat 3 Jahre gebraucht. Sie will das Land wieder aufbauen. Die Sache lässt euch nicht los. Eigentlich wollte ich dich schicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Hilf Amelie, sie braucht dich. Amelie und Sam. Gemeinsam könnt ihr uns wieder verbinden. Ihr zwei könnt Amerika retten. Sam, wenn wir nicht alle wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit das hier nicht. Wir brauchen kein Land. Nicht mehr. Oh doch, allein haben wir keine Zukunft. Nein, Amerika ist am Ende. Bridget. Du bist die Präsidentin von Garth. Sam, hör mir zu. Nicht anfassen. Nicht anfassen, Bridget. Hier geht's. Kannst du doch helfen? Nein, ich. Ich liebe dich, Sam. Ich werde am Strand auf dich warten. Ist es Amelie? Frau Präsidentin! Die ins Wasser gegangen ist, vielleicht. Okay. Die Lady in Red. Doktor, wir brauchen Ihre Hilfe! Ist zu spät, Leute. Lass sie doch gehen. Sie reagiert nicht. Bleiben Sie bei mir. Durchhalten. Wir verlieren Sie. Todeszeitpunkt. Vielleicht ist Amelie genau die richtige Motivation. Was? Alle verschwunden. Okay, das Oval Office war nicht wirklich das Oval Office. Be stranded with love. Hör zu. Niemand darf wissen, dass die Präsidentin tot ist. Wenn das rauskommt, ist Bridges geliefert. Was hier passiert ist, verlässt diesen Raum nicht. Klar? Ja, Direktor. Aber was ist mit der Leiche? Ohne die Leichenentsorgung. Darum kümmern wir uns. Warum hat denn er so eine Maske an? Ich meine, selbst wenn der irgendwie mit diesem Zeitregen gealtert ist. Das ist ja kein Makel in dieser Welt, oder? Sam, vor ihrem Tod schloss die Präsidentin einen Vertrag mit dir. Was? Was soll das heißen? Als Mitglied von Bridges wirst du uns dabei helfen, Amerika wieder aufzubauen. Ihr glaubt, ihr könnt mich rekrutieren?
So wie sie es versucht hat. Sie war erfolgreich. Dein Handgelenk. Wenn das kein Symbol ist, dann weiß ich auch nicht. Direktor, der Krebs hat ihren ganzen Körper befallen. Die Entnahme von Organen ist unmöglich und eine Autopsie nicht notwendig. Ihr Körper muss verbrannt werden, ehe sie nekrotisiert. Und tun wir es nicht, wird dieser Ort der nächste Krater. Und was soll ich tun? Wir haben momentan keinerlei Boten. Und die Leichenentsorger, die bei dir waren, sind tot. Doch die Leiche der Präsidentin muss verbrannt werden. Der leere Sturz hat die Straße von Capital North City zum Verbrennungsofen zerstört. Nun geht es nur noch zu Fuß. Durch die Berge. Aber die chirale Dichte dort ist extrem hoch. Das müssen GDs sein. Dieser Job setzt einiges voraus. Dooms. Wiederkehrer. Ich also. Warum? Sam, du bist bereits im Dienst. Jetzt mach deinen Job, Sam Porter Bridges. Damit kriegt man ihn also, dass man ihm sagt, er hat geflext zu arbeiten. Isolierstation, unterirdischer Eingang. Nördliche Vororte von Capital City. Ich soll die einfach schieben, oder was? Oder nehme ich die Huckepack? Darf ich etwas sagen? Bitte. Präsidentin Strand glaubte an den amerikanischen Wiederaufbau. Sie scheute keine Mühen, um die Nation wieder zu einen. Und ohne sie gäbe es Bridges nicht. Sie verdient eine ehrenvolle Bestattung, die wir ihr versagen müssen. Wenn sie stirbt, stirbt Amerika. Ohne sie wird Bridges untergehen. Hört zu. Ihre Einäscherung muss unter höchster Geheimhaltung erfolgen. Selbst wenn das klappt, was dann? Wer ersetzt sie? Seht ein. Amerikas Geschichte. Sam, Amerika ist noch nicht tot. Er sagt doch, es stirbt, wenn Bridget stirbt. Sie mag verloren sein, aber wir haben noch ein regierungswürdiges Amerika. Bitte was? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig ist, dass wir die Arbeit deiner Mutter beenden und Amerika wie geplant wieder aufbauen. Aus Amerika! Gibt es Bridges doch. Also mach den ersten Schritt, Sam, und bring den Leichnam der Präsidentin zum Verbrennungsofen. Wenn wir nicht alle wieder zusammenkommen, wird die Menschheit nicht überleben. Ich wollte dich losschicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Tick, tack. Ich warte auf dich am Strand. Die Anlage liegt im Südwesten. Vergiss nicht, dass du GD-Gebiet durchquerst. Wir haben das wird er, glaube ich, nicht vergessen. In den Bergen gebaut, damit das Chiralium im Rauch die Stadt nicht erreicht. Wird nicht leicht, einen Leichnam da hochzutragen. Okay. Wir überwachen dich rund um die Uhr. Wenn irgendetwas passiert, unterstützen wir dich über die Handschellen. Cool. Bridges. Auftrag Nummer 3. Streng geheim. Verbrennung Leiche der Präsidenten. Bring die Leiche der Präsidenten zum Verbrennungsofen. Na, dann dackeln wir mal los. Zum Verbrennungsofen zu gelangen wird nicht einfach. Beweg dich und ändere den Blickwinkel deiner Karte, um das Gelände besser zu verstehen. Mhm. Finde einen Weg. Für diesen Auftrag haben wir einige... Okay.
Wie kann ich die irgendwie drehen? Nein. Menü öffnen mit A. Achso, ja. Handbuch. Oha, oha, oha. Och nö, ne? Das kriegen wir schon alles hin. Interviews, Aufträge, Fracht. Was bedeutet das? Was kann ich da tun? Hier komme ich da raus? Ne, ich muss da hin, ne? Oder sagt er mir, ich soll... Also er sagt mir, ich soll erstmal dahin. Dann machen wir das einfach mal. Erstmal dahin laufen. Hier ist Die Hard Man. Batman hat die Nutzung der Handschellen erklärt. Benutzt sie, um den Verbrennungsofen zu orten. Verstehe. Sam, ich denke nicht, dass ich dich daran erinnern muss. Aber beim gleichen Abtransport zählt jede Minute. 48 Stunden nach dem Herzstillstand wird deine Leiche zu einem neuen GD und macht uns die Hölle heiß. Verstehe. Leichenschaltstärke nimmt her als die reguläre Fracht. Wenn du ein Gleichgewicht zu verlieren legen, kannst du es mit linkser Klick oder Rechtsklick wieder erlangen. Wieso schickt er mich dahin? Verstehe ich immer noch nicht. Naja, egal. Präsidentin Strand war das Symbol des amerikanischen Wiederaufbaus. Obwohl das Land am Boden lag und seine Bewohner in alle Winde verstreut waren, glaubte sie stets an die Möglichkeit einer Wiedervereinigung. Die Menschen gaben die Hoffnung auf Amerikas erneute Auferstehung nicht auf, weil sie an sie glaubten. Wir glauben, dass dieses Land wieder aufgebaut werden kann. Amerika lebt weiter. Zusammen mit Bridgets unsterblichem Geist. Oh. Obacht. Der fliegt so, die bröselt schon ein bisschen, ne? Sehe ich das richtig? Kann ich so ein Ding mitnehmen? Scheinbar nicht. Eine angenehme Reise. Oh, ich danke. Ich danke vielmals. Du hast Markierung A erreicht. Markierung entfernt. Gut, dann gucken wir uns mal an, was sie uns denn vorschlagen. Also es gibt diverse Wege da hoch. Ich finde, am Fluss entlang finde ich jetzt blöd. Also ich würde sagen, hier. Ich möchte hier eine flache Route. Achso, das heißt Uferroute, Bergroute, Wasserfallroute. Obwohl Wasserfallroute natürlich auch ganz lecker aussieht, ne? Kann ja nochmal eine Route einzeichnen, warum nicht, ne? Okay, denn man tau. Und dann, wenn ich jetzt so mache, C2, 3, 3, C4 und so weiter und so fort, okay. Ja, genau so.
Okay, noch sieht es nicht nach Regen aus. Das ist ja schon mal klasse. Was sind das hier? Muss der aufpassen oder ist das eher... Kann ich nicht einsammeln. Okay. Dann halt nicht. Leute, ich bin kein Gewinn fürs Bild. Sorry. Will ich da nochmal gucken, ob hier noch mehr geht. Mein Rechner hier noch mehr raushauen kann. Okay, es geht nicht über hoch. Warum nicht? Nee. Ultra-Qualität. Ja, wenn das möglich ist. Mag ich eigentlich nicht so gern. Aber ist, glaube ich, für die Leistung besser, ne? Okay, nee. Das sah vorher besser aus. So. War das jetzt die Schärfe? Vielleicht. 8. Was, 8? Nee, warte mal, das ist dieses, das tut mir leid, dass ich jetzt hier so rumfrickel, aber... Oh, das mache ich wieder aus. Das mache ich alles wieder aus. War das... Ist das jetzt anders? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute. Es tut mir leid, falls ich jetzt irgendwas verschlechtert habe. Wirklich jemand? Muss ich das jetzt? Alles klar. Kannst wieder runter, Sam. Da hören wir ihn wieder keuchen und stöhnen. Weiter so, immer weiter so, Sunny.
Okay, da schwebt einiges in die Lüfte. Was? Igor? Was hast du denn hier gebaut? Eine kleine Brücke? Sagst du? Ich will überlegen, ob ich dir dafür ein Like gebe. Auf jeden Fall. Ja, warum nicht? Ich meine, nichts darüber, ne? Danke, Igor. Ich like das mal. Oder? Danke, Igor. Hey! 5 ist schreien, scheinbar, oder was? Hey! 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 Hört mich jemand? Auf jeden Fall gibt's cooles Echo. Ist hier jemand? Hier drüben! Hey! Vielleicht sollte ich ihn hier auf mich aufmerksam machen. Kann das sein? War Igor der Typ, der gestorben ist eigentlich? Danke, kriegt ein Like. Ja, loslassen, ne? Ist nicht mehr so weit, ne? Da läuft alles ein bisschen zu glatt. Igor, du bist echt ein cooler Typ, ne? Nochmal, kriegst nochmal ein Like, wenn ich oben bin. Es ist echt schön. Also ich hätte auch Bock, in echt hier so ein bisschen rumzuklettern. Den ganzen schönen musigen Gras. Aha. Also wenn eine Leiche nekrotisiert, jede Leiche oder Alter, The Walking Dead, wird jede Leiche zum Zombie, nekrotisiert jede Leiche oder muss sie jetzt irgendwie Krebs haben, wie zum Beispiel die Bridges? Was kann ich System wählst? Ah ja. Das ist doch mal was. Sprechen wir doch mal. Okay, cool, nice.
Oder kam ich da jetzt rein? Nee, da vorne ist der Eingang. Ja, also 48 Stunden waren das ja locker nicht. Dann sollten wir bei ihr jetzt ja ganz entspannt genug Zeit haben, sie zu verbrennen. Hallo. Ich aktiviere das Terminal. Ach, gedrückt halten. Verzeihung. Genau dafür sind wir hier. Eine Leiche. Wer ist geheim? Ob das jetzt alles gut geht? Wir sehen uns am Strand, Bridget. Weiß man bei ihm immer nicht so genau, ne? Ob das wirklich ein Gefühl oder ein Allergieschub ist, das Geweine. Auf jeden Fall ein hochmoderner Verbrennungsofen, der diese... Ich hab's vergessen, wie es heißt, diese Giftgeschichte in den Himmel tragen lässt. Und jetzt die chirale Dichte. Dieser Moment kann schwerer Zeitregen fallen. Komm zurück, sofort. Sam, verbrenn auch die andere Fracht dort. Was ist denn das? Willst du es nicht angucken, Sam? Was ist das? BB-28. Das war Igors Einheit. Das war mit dir verbunden, als wir dich im Krater gefunden haben. Warum ist das hier? Weil es entsorgt werden soll. Central Nord wurde ausradiert, wie auch unser Hauptquartier. Weil dieses Teil nicht funktioniert hat, steht alles in Igors Protokoll. Aber es lebt noch. Es lässt sich nicht reparieren. Und ohne die Kapsel überlebt es nicht. Hab Mitleid, wenn du willst. Aber der Entschluss steht. Es muss weg. Der Direktor hat das abgesegnet. Vielleicht hat es nur bei Igor nicht funktioniert. Ihr wisst, was ich meine. Nur bei Igor nicht funktioniert das Baby. Vielleicht funktioniert es bei einem Wiederkehrer wie dir. Oh shit. Here they come. Verbinde dich, Sam. Weichen die seinem Blut aus, oder was? Sam, hörst du mich? Shit, der Blackout hat wohl die Verbindung gekappt. Sam, wie ist dein Status? Die chirale Dichte nimmt weiter zu. Mein Status ist am Arsch. Es sind echt viele. Wahrscheinlich wegen der Leichen, die wir nicht rechtzeitig einäschern konnten. Das ist in diesem Gebiet wohl so, fürchte ich. Kannst du den Regen aussitzen? Nein, sie nähern sich meiner Position. Ich muss weg, bevor sie merken, dass ich hier bin. Sam, wenn dich so ein Ding frisst, kommt es zu einem Leeresturz. Du kehrst zurück, klar, aber von der Umgebung bleibt nur ein Krater übrig. Ich habe eine Idee.
der, ich kenne seinen Namen nicht von dem Schauspieler, das ist doch der Bösewicht bei Casino Royale zum Beispiel. Und in diversen anderen Filmen spielt er meistens einen Bösewicht. Geh an, du Scheiße. Mann, vielleicht bist du kaputt. Na also. Mach dein Ding. Backe. Das sind eine Menge. Jetzt sehen wir die. Episode 1, Bridget. Kehre zum Verteilerzentrum von South North City zurück. Sam, wir schicken dir Routenvorschläge zurück in die Stadt. Wähle ein oder nicht, aber hau von da ab. Oha, jetzt sehen wir also, was das Spiel in der Dimension mit Gefahren auch hergibt. Können wir uns ja schon mal ducken. Und duckt er sich nicht, weil ich das erstmal wegklicken muss, oder was? Ah ja, okay. Die Luft anhalten. Halte ein. Okay. Wir werden es in der nächsten Folge herausfinden, ob die GDs da draußen unser Tod sein werden, wie die ganze Umgebung ins Verderben stürzen und wir allerdings wiederkehren. Haut da rein. Peace!